Events ist Folgendes zu sagen. Ich habe für meine diesjährige Ausstellung ein Interview gemacht mit dem Professor Paul Zuleder, der ist Pastoraltheologe und ein recht bekannter Kirchenkritiker, kritischer Kirchengeist in Österreich. Und während meines einführenden Gesprächs mit ihm hat er mich gefragt, er hätte Bilder von einer bekannten österreichischen Schriftstellerin, die im Jahr 2010 Selbstmord begangen hat. Sie hätte Bilder geschenkt im Tausch gegen, soweit ich verstanden habe, dass er ja immer wieder mit Geld zukommen hat lassen, aber es kann auch ein Missverständnis gewesen sein. Auf jeden Fall befindet er sich im Besitz von 11 ihrer Bilder und ich sollte sie beurteilen, weil er glaubte, dass ich als Künstler dazu in der Lage wäre. Was ich allerdings verneint habe, ich habe allerdings unsere Kuratorin hier, die Frau Denise Baritzek, gebeten, da eine Idee zu entwerfen. Er hat gesagt, ja, im Rahmen dieser Symposiums hier, das wir am heutigen Tag hier morgen auch haben, könnte ich eine kurze zweistündige Ausstellung mit ihren Bildern machen. Die Leute könnten kommen, sich das anschauen und ich sollte eine Lesung aus ihrem letzten Buch dazu machen, um einen Eindruck von ihrem gesamten künstlerischen Schaffen zu gewinnen. Das wird auf YouTube gepostet und die Leute können sich das anschauen und ihre eigene Meinung über die Werke bilden. Zur Biografie der Frau Schweiger ist Folgendes zu sagen. Sie wurde 1949 als Tochter eines Arztes geboren. Ihre Urgroßmutter, die Opernsängerin Carola Seligmann, kam im KZ Theresienstadt ums Leben. Schweiger studierte 2 Semester Psychologie, Germanistik und Romanistik in Wien und heiratete 1968 einen spanischen Offizier, mit dem sie nach Madrid und Mallorca zog. 4 Jahre später ließen sich die beiden scheiden und Schweiger besuchte die Pädagogische Akademie in Linz. Nebenbei hatte sie Auftritt im Kellertheater und arbeitete als Regieassistentin beim ORF. Matthew. 1977 landete sie mit ihrem ersten Kunstwerk »Wie kommt das Salz ins Meer?« ein Sensationsbestseller, der sich allein in deutschen Sprachen rund 500.000 Mal verkauft hat. Der Roman ist stark autobiografisch geprägt und erzählt in Ich-Form von der Monotonie im Ehealltag und den vergeblichen Versuchen eines Ausbruchs aus dieser Welt. 1988 wurde er in Deutschland unter der Regie von Peter Boveri mit Colin Kunz und Simon Rühhag in Hauptrollen an einem Drehbuch von Schweiger für das Fernsehen verfilmt. In ihrem späteren Büchern konnte die Bücherin, Entschuldigung, konnte Oberösterreicher nicht mehr an den erfolglosen Romanzeitschriften erst fallen lassen, also dieses Buch aus dem Cellin Verlag. 2006 Schweigers Bericht über ihre Erfahrung in der Psychiatrie fand wieder zustimmende bis euphorische Kritiken. Brigitte Schweiger wurde im Juli 2010 tot in einem Seitenabend der Donau in Wien gefunden. Es wird vom Suizid ausgegangen. Sie hatte oft vom kürzeren Weg gesprochen, den sie wählen möchte. Ich werde jetzt aus diesem Buch eine Passage vorlesen, die ich sehr bezeichnend finde für das Buch und auch ganz allgemein. Ich möchte mich umbringen, weil dies ist kein ausreichender Grund. Sie müssen das begründen können, sodass wir Ihnen den Freitod gestatten dürfen. Ansonsten, wenn Sie uns nicht überzeugen, sehen wir uns veranlasst, Sie an der Ausführung Ihres Vorhabens zu hindern. Wir sind verpflichtet, Ihr Leben zu retten, so wenig lebenswert und unwichtig es Ihnen auch erscheinen mag. Wir lassen uns nichts nachsagen, etwa, dass wir Mörder sind. Auf Beihilfe zum Selbstmord gibt es hohe Gefängnisstrafen. Glauben Sie, unsereins hat Lust, ins Gefängnis zu gehen? Und was wollen Sie überhaupt mit Ihrem Tod bezwecken? Was versprechen Sie sich davon? Wer wird denn die Abtransportierung und das Begräbnis bezahlen? Verzeihen Sie, das war natürlich nur zynisch gewesen. Ab 50 sollte jeder Mensch mit einer Todesbille die Möglichkeit gegeben werden, sich umzubringen. Da hätten wir aber ein Massensterben. Und wer sollte all die Leichen abtransportieren und begraben? Von was für einem Geld? Sie belasten dadurch nur den Steuerzahler. Und dann ist auch die Gefahr gegeben, dass einer, der eine Todesbille hat, sie einem anderen, der nicht sterben will, ins Getränk mischt. Gewiss, es würde dann nicht der Altenpflege dürfen, ja. Es ist richtig,
dass viele Alte gar nicht leben wollen, aber wir dürfen das Selbsttöten nicht erlauben. Das würde dann einreißen. Nein, das sind ungeziemende Gedanken, sogenannte Dysfunktionale. Begnügen Sie sich damit, dass Sie hier bei uns sind. Erfüllen Sie jemanden, der das so geht wie Ihnen, dann können Sie sich mit ihm unterhalten. Aber Todeswille und Freiheit zum Freitod total, bitte nein. Erinnern Sie sich an die Euthanasie durch die Nazis? Es gibt keine Euthanasie für Sie. Schluss jetzt. Wenn Sie sterben wollen, bitte, es steht Ihnen frei, aber Sie sind hier bei uns, weil Sie leben wollen. Ich bin nicht im Spital, weil ich leben will, sondern weil ich sterben will in einer freundlichen Umgebung. Ein letzter Blick auf ein Spitalfenster, ein Krankenbett, eine freundliche Schwester, einen freundlichen Arzt und dann ab ins Dienstgebiet. Es soll mit Sicherheit sein und nicht herumgepfuscht und dann lächerlich wieder aufwachen. Ich war mir selbst lächerlich nach jedem Versuch. In einem Spital, wo es üblich ist, dass Menschen sich einliefern und mit der Welt draußen nichts mehr zu tun haben wollen. Und nicht verlegt werden auf eine andere Station und dann, wir müssen jetzt daran denken, Sie zu entlassen, wir brauchen das Bett oder wollen Sie ins AKH überstellt werden. Dann im allgemeinen Krankenhaus mit glänzenden Gängen, das viele Metall und Plastik, dieses moderne Haus, Psychiatrie, den vorherrschenden Farben Orange und Grün, glaube ich, in plastikbedeckten Tellern, die klinisch saubere Umgebung, steril, nichts zu kritisieren, was die Sauberkeit betrifft. Es wischen täglich die Putzfrauen, oft Ausländerinnen, sodass man sich vor dem Ausland schämt, als nutzlose Österreicherin in einem Bett zu liegen. Was heißt denn krank? Ich bin nicht krank. Ich gehöre nur vergast. Es ist in mir so seit über 30 Jahren, dass ich es nicht verdiene, auf Erden zu sein. Weil ich nicht Medizin studiert und mein Vater so tief enttäuscht habe. Ich verdiene es nicht zu atmen und habe deshalb schon einmal ein Zukunftserlebnis gehabt im Schlaf. Es war so fürchterlich, dass ich mich den ganzen darauffolgenden Tag lang grause und entsetzt daran erinnerte und schon deshalb nicht mehr leben wollte. Das Fürchterliche und Nutzlose an den psychiatrischen Anstalten ist, dass man sie wieder verlassen muss. Ausgestoßen, nachdem man aufgenommen worden war. Wir nehmen sie bei uns auf, wie heimelig das klingt. Von Heimeligkeit ist aber da nichts mehr zu merken. Einen ausreichenden Grund müssen Sie uns nennen, einen, den wir akzeptieren können und selbst dann dürfen wir Sie nicht gehen lassen. Wenn eine von Ihnen während des Spitalaufenthalts sich in der Toilette einsperrt und eine Überdosis schluckt, dann befreien wir Sie aus der Toilette und zeigen Ihnen nicht etwa, wie Sie es besser machen können, sondern geben Ihnen viele Medikamente täglich zu schlucken. Denn, wie gesagt, wir müssen Ihr Leben retten. Und es wird auf die Klinik zurückfallen, wenn Ihnen ein Selbstmord in unseren Wänden gelingt. Wir würden dann zur Verantwortung gezogen werden und nichts als Scherereien haben. Obwohl es, was Ihren Suizid draußen betrifft, nicht streng ist. Wir können niemanden ein Leben lang einsperren, damit er sich nicht umbringt. Wir können auch nicht hinter jedem herlaufen und herfragen. Es ist schon gut, wenn Sie freiwillig zu uns kommen, wenn es wieder einmal so weit ist, dass Sie nicht mehr leben wollen und wir kriegen Sie wieder hin, zumindest für einige Zeit. Es ist ja auch doch immer wieder gegangen, inzwischen, oder? Und es hat ja auch schon bessere Phasen gegeben. Es ist Ihnen zwischendurch ja auch immer wieder gut gegangen. Seelisch gut. Die Welt ist ein Dreck kaufen. Aber mir geht es seelisch gut. Die Welt ist wunderbar, geordnet und bestellt. Es gibt an ihr nichts zu verbessern und mir geht es seelisch gut. Wenn ich mich umbringe, dann löse ich kein Problem damit. Es ist ein Gewonnen. Man stirbt eh von selbst. Da braucht man gar nicht nachhelfen. Sie werden das doch noch erwarten können bis zu Ihrem Tod. Schauen Sie, wir sind hier, um Ihnen zu helfen und nicht, um Sie Ihren trübseligen Gedanken zu überlassen. Haben Sie sich schon für die Ergotherapie angemeldet? Da müssen Sie sich anmelden und zu einem Gespräch mit der Sozialarbeiterin. Seelisch gut. Den Grund.
ausreichenden Grund. Nichts kann so schlimm sein auf der Welt, sodass man sich umbringen müsste. Was haben Sie denn vom Tod? Was erhoffen Sie sich denn? Was soll Ihnen denn der Tod geben? Ja, den Himmel, vielleicht. Ich bin eine Katholikin. Ich habe mein Leben lang gebetet. Wie rede ich, bis hin an dein kühles Grab und weiche keine Fingerspur von Gottes Wegen ab. Und es ist nichts so fein gesponnen, als dass es nicht ans Licht kommt. Und es geschieht auf Erden nichts ohne den Willen Gottes. Da habe ich aber anderes erlebt und nichts mit dem Willen Gottes kann es gewesen sein. Ja, wie Sie sich vielleicht Gott vorstellen. Gott ist ein ganz anderer. Wir können Gott nicht ergründen. Wir wissen, dass Gott ein Auge hat und eine Hand, die uns führt. Gott wird Sie abberufen. Er kann Ihren Tod nicht wollen. Sie müssen warten in aller Demut, bis es soweit ist. Sie dürfen dem, was Ihr Schicksal ist, nicht vorgreifen. Denken Sie an die vielen Menschen, die schwer krank sind und sterben müssen und nicht sterben wollen. Und Sie möchten Ihr gesundes Leben wegwerfen. Ich würde ja wohl meine Niere und mein Herz zur Verfügung stellen, meine Lungen, meine Hände und Füße, wie es heute schon ist, dass man alles verpflanzen kann. Dazu wäre gut, der Tod im Spital, denn dann könnten Sie nachher gleich mit dem Entnehmen beginnen. Aber bitte nicht zu früh, sondern erst, wenn ich wirklich tot bin. Ich weiß nicht, ich bin ungebildet, ob ein hirntoter Mensch tot ist. Ich habe ja gelesen, einmal manche Hirntote richten sich bei einer Organentnahme wieder auf. Wenn Sie uns den Grund zeigen, aus dem heraus Sie nicht mehr leben wollen, dann können wir Ihnen beweisen, dass das nicht der Grund ist. Wir schicken Sie zur Psychologin und Sie nennen ihr den Grund. Und die Psychologin wird Sie davon überzeugen, dass das ein dummer Grund ist. Und dass hinter Ihrem vorgegebenen Grund etwas anderes steckt, nämlich ein von Ihnen missachtetes und unterdrücktes Gefühl. Es steht hinter jedem Selbstmordgedanken ein sozusagen nicht wahrgenommenes und nicht akzeptiertes Gefühl. Wir sind da, um Sie aufzurichten und dass Sie den Glauben an sich selbst wiederfinden. Wir sind nicht dazu da, Ihnen, was Ihren Tod betrifft, entgegenzukommen und dabei mitzuwirken, sondern wir wollen, dass Sie Ihren Lebensmut wiederfinden. Bin denn ich so wichtig? Warum sind denn die alle für mich da? Und immer nur eine halbe oder eine dreiviertel Stunde. Ich habe einmal zu einem Pfleger gesagt, bringen Sie mich um. Er antwortete, das wüsste ich sehr genau, dass das nicht drin ist. Und so sehr, wie er es auf Mädchen verschwieg, er, denn wir sehen ja hier sehr viel sinnloses Leben und sind unterbezahlt. Die Illusionen vergehen einem, wenn man ihnen einmal ausübt, diesen Beruf. Barmherzige Anwandlungen können wir uns nicht leisten. Da gehen wir selber drauf. In der letzten Zeit habe ich doch nur noch mit Geld herumgeworfen, das mir nicht gehört hat. Bei der Bank überzogen, dann Geld ausgegeben und dann fröhlich gerannt durch die Straße, die Einkaufsstraße heißt. Ich möchte dem Kapitalismus nicht die Schuld geben. Schuld bin allein ich. Der Vater sagte, wer mehr ausgibt, als er hat, der ist ein Lump. Wir sind alle Lumpen, die wir unsere Konten überziehen. Eine Welt voll der Lumpen. Ich habe kaufwahnsinnig gekauft und gekauft, in Säcke hineingeschleppt. Das Ganze und das nachher verschenkt, was schon ein Grund ist, sich umzubringen, wenn man so verrückt ist. Ich mache mir Sorgen um Ihr Geld, hat die Psychologin gesagt. Wir machen uns Sorgen um Ihr Geld, hat der Oberarzt gesagt. Da muss man sich doch umbringen, wenn man so verrückt ist. Zuerst Geld zu nehmen auf Kredit, wie das kaufen, das dann verschenken. Da bin ich doch nicht mehr lebenswürdig. Nein, das Einzige, das man da lernen muss, ist sparen. Mit dem müssen Sie auskommen, mit dem müssen auch andere auskommen, hat der Sozialbeamte gesagt. Mit dem, was wir Ihnen geben, müssen Sie sparsam umgehen. Meine Krankheit ist, dass ich mir, wenn ich sparen muss, minderwertig vorkomme. Ja, das ist aber Ihr Problem, dass Sie sich dann so vorkommen. Ja. Ich bin eh bei einem Psychiater. Ja, und nehmen Sie eh die Tabletten immer regelmäßig, weil ich sage Ihnen, eine Kollegin, die hat auch so etwas wie Sie und die muss ihre Tabletten regelmäßig nehmen und jetzt hat sie sie nicht genommen und es ist ihr sehr schlecht gegangen, sie hat nicht arbeiten können und jetzt ist sie wieder zu Hause im Krankenstand. Geben Sie einem Bettler kein Geld, sagt der Auszahler im Sozialamt, der hat genauso viel wie Sie. Jeder hat so viel wie Sie.
Und es stehen aber da immer die Augustin-Verkäufer und die Ausländerinnen wollen mit der Hand lesen und sie wollen Arbeit und die Augustin-Verkäufer sind jetzt schon Ausländer. Und ich bin aber keine Ausländerfeindin, sondern ich habe eine Ausländerangst und Armutsangst und einen Ausländerschrecken und einen Armutsschrecken. Wenn ich die Jägerin sehe, die aufs Sozialamt geht wie ich, wegen Angst und Bange vor der Zukunft. Das ist eine Angst, die Sie überwinden müssen. Sie wissen, Fremdenfeindlichkeit und Körperfeindlichkeit und Sexualangst, das ist alles leicht entzifferbar. Rassismus und Ausländerphobie, Fremdenphobie, das ist Ihrer nicht würdig. Sie sind doch eine Intellektuelle, Sie sind doch eine gebildete Frau. Das alles ist kein Grund, sich umzubringen. Und Sie werden es ja wohl hoffentlich auch nicht behaupten. Der Grund aus dem heraus. Ich probiere jetzt das Verhungern und werde mich verachten, wenn ich wieder esse. Ein Grund, sich umzubringen, ist immer dann, wenn man sich verachtet. Niemand verachtet mich, wie ich mich selbst, weil ich verachtenswürdig bin. Ich weiß das und das wird mir niemand nehmen. Ich weiß, dass ich es weiß und ich weiß, warum ich verachtenswürdig bin und das lasse ich mir nicht nehmen. Ich bin nicht großzügig zu mir selbst, auch nicht geduldig zu mir selbst. Ich neige zu Drogen. Gern betäube ich mich und habe mein halbes und schon fast ganzes Leben mit Betäuben verbracht. Ich probiere das Verhungern, obwohl ich im Eiskasten etwas zu essen habe. Wenn ich es esse, werde ich mich so verachten, wie wenn ich wieder zu rauchen anfinge. Mir ist beinahe jeder Grund recht, Verachtung für mich zu empfinden. Jegliches Philosophieren über die Selbstverachtung ist luxuriös. Ich habe vor einigen Tagen ein Foto von Schweinen gesehen, die Nebeln zusammengebunden, gefesselt, liegen zum Kauf angeboten, werden von Männern, ich bin auf die Schweine gekommen, ich esse keine Schnitzel mehr. Und schäme mich eines jeden Schnitzels und eines jeden Schweinebratens, den ich je gegessen habe, und das ist kein Grund, sich umzubringen. Das ist sogar zwecklos. Das hilft den Schweinen nicht. Ich bin auf die Schweine gekommen, auf die Rinder, die Schafe, die Pferde, die Hühner. Ich bin mir des Tierleids bewusst geworden. Ja, aber denken Sie an sich selbst, dass Sie das nicht ändern können und gönnen Sie sich etwas. Genießen Sie etwas, erlauben Sie sich etwas zu genießen. Ich gebe Ihnen die Genussregeln schriftlich mit. Zum Genießen braucht man vor allem Zeit. Man muss sich Zeit nehmen. Das Genießen ist ganz wichtig im Leben, dass man etwas genießen kann. Ich habe die Verhaltenstherapeutin nicht gefragt, ob sie Fleisch isst. Wir sind vor allem dazu da, um Sie aufzufangen, wenn es Ihnen schlecht geht. Dass Sie dann bei uns wieder ein bisschen auf die Beine kommen. In der Ergotherapie lernen Sie, die Gedanken abzuschalten, sich ein wenig abzulenken. Sie lernen etwas herzustellen. Und wichtig ist nicht das Ziel, also ob Sie ein Produkt perfekt herstellen, sondern wichtig ist der Weg. Es hat sich ein Patient, der mit mir an einem Tisch saß, ein Kakadu auf Seide malte, Ausgang genommen und ist daheim aus dem Fenster gesprungen. Ja, das kommt vor. Das kommt leider immer wieder vor. Aber nicht so oft, wie Sie sagen. Schweigeminute. Eine Schweigeminute werden wir noch nicht halten wegen eines Patienten, der den anderen Weg gewählt hat als den der Heilung. Hier spätestens, Herr Erzbischof, sollten Sie sich einschalten. Sie sollten regelmäßig Prozessionen zu den Steinhofgründen veranstalten. Ich möchte verhungern. Soll es jemandem erzählen? Interessiert es jemanden? Verhungern dürfen Sie bei uns nicht. Verhungern lassen wir Sie nicht. Das erlauben wir Ihnen nicht. Also es dort nicht sein. Auf keinen Fall. Wo es mich hinzieht, bisweilen. Wenn die Sehnsucht nach Gleichgesinnten so groß wird, meine Sehnsucht, immer nach Menschen, die sich umbringen wollen. Nimm dir ein Beispiel an deiner Bekannten, sagt mir eine Stimme. Sie findet nach Thailand. 3 Wochen. Jetzt, im frostigen Wiener Winter, badet sie an einem wunderbaren warmen Strand. Ich habe 40 Euro gespendet wegen des Tsunami. 40 Euro. Ich lasse es mich kosten, damit ich nicht mehr dran denke. Tsunami von Thailand, Sri Lanka. Ich will mich umbringen. Wegen Thailand und Tsunami und Sri Lanka. Wegen Afghanistan, in Israel, in Pakistan, in Irak, in Iran. Ich will mich umbringen wegen Bush, scheiß 11. September, wegen Presse, Kronenzeitung und Ö1-Nachrichten. Ich will mich umbringen wegen Computer, Handy, Fax.
Ich mag diese Welt nicht mehr. Laptop. Ich will mich umbringen wegen Marketing und Zuwanderung und Einwanderung und EU. Sehen Sie, das alles ist kein Grund. Damit müssen wir alle leben. An Ihnen haben sich ja schon namhafte Psychiater die Zähne ausgebissen, sagte die Psychologin. Sie lassen sich ja nicht behandeln. Zuerst muss ich meine Finanzen her werden. Nicht spekulieren, was ich tun würde mit 1 Million Euro oder 1 Milliarde Euro. Es gibt solche Menschen, die haben 1,5 Milliarde Euro und sie trauen sich in die Öffentlichkeit. Ich will auch nicht spekulieren, wer dieser Schlüssel ist mit seinem Budgetgesabber und Union und entschlossen. Ich bin für eine Linksdiktatur von Brüssel aus und wenn ich dadurch meine Gasheizung und meinen Parkettboden verliere, ja, ich rede jetzt so groß. Und für eine Linksdiktatur bin ich nur immer gleich, weil ich aus einer Nazi-Familie bin. Ich bin dagegen, dass sich die deutsche Bundeskanzlerin vom Massenmörder Bush intelligent und smart nennen lässt. Ihre größte Sorge scheint, dass sie, seit sie im Amt ist, ihrem Make-up zu gelten. Ich bin dagegen, dass Saddam Hussein hingerichtet wird. Ich bin dafür, dass man Arnold Schwarzenegger die österreichische Staatsbürgerschaft aberkennt. Was willst du denn? Schreit eine Stimme. Willst du Mörder durchfüttern? Der Grund, warum sie hier sind, ist aber, dass sie sich bei uns erholen und nicht, dass sie arbeiten. Und zu Hause? Ja, zu Hause muss ich mich vom Scheinhof erholen. Von dem Lärm, von dem Streit, von dem Schreien, von der Drohung, der paranoiden Schizophrenen, von den Arztgesichtern, von den Pflegergesichtern, von den Schwesterngesichtern. Der Nihilismus hat mich gepackt. Diese Gedankenrichtung. Das vom ausreichenden Grund haben wir noch immer nicht geklärt. Und ich sage Ihnen, dass es keinen Grund gibt. Sie sind nicht schwer leidend an einer sinnlos schmerzlosen Krankheit. Wenn ich einfach sage, ich mag die Kälte nicht mehr, weder die des Winters, noch die, die von Menschen ausgeht. Norwegische Kühe bekommen jetzt Matratzen, damit sie nicht auf dem Betonboden liegen müssen. Das ist doch eine Privatsache. Mit 2 Briefen meiner Mutter in der Manteltasche wurde ich sie gefunden. Sie lag vorne in einem Wald. Mit sich nahm sie alles, was sie ihrer Mutter nicht sagen konnte. Sie hatte gehofft, mit dem Tod ausdrücken zu können, dass sie unter allem, was Leben hieß, unsäglich litt. Das ist auch Privatsache, der Tod. Das muss ich ja nicht begründen. Ich bin eine öffentliche Person. Ich muss es wahrscheinlich begründen. Immer wieder werfe ich alle Briefe meiner Mutter weg. Ich überfliege sie nur in der Hoffnung, dass Worte drinstehen, die mir helfen, die mich erheitern, die mich, ich sage es altmodisch, froh und Mutes machen. Aber sie deprimieren mich. Phrasen. Ich glaube dieser Frau nichts mehr. Das ist wahrscheinlich meine Krankheit. Meine Krankheit ist der Grund. Depression, die Persönlichkeitsstörung, Borderline. Zugleich denke ich, es ist gesund, der Mutter nichts mehr zu glauben. Da müsste natürlich jetzt ein Konflikt ausgepackt werden. Es gibt ein tschechisches Sprichwort, wer seine Eltern nicht liebt, liebt niemanden. Mein Vater ist vor 27 Jahren gestorben. Er ging vom Spital aus, in dem er wegen seiner Krebserkrankung lag, mit Heilung und mit mir Mittagessen im Gasthaus und dann spazieren. Seine Überlaunigkeit ließ mich nicht denken, dass er Krebs hatte, sondern ich war sicher, er dachte nach, wo sein Geld geblieben war, nachdem er uns zum Essen eingeladen hatte. Er ging übellaunig mit uns über eine Wiese und dort stand ein junger Mann mit einem Fernrohr, der sagte, er beobachte die Sonnenflecken. Des Vaters bevorstehender Tod erschien mir dadurch komisch und ich ging hinter ihm in Angst, dass er Abwertendes über den jungen Mann sagen könnte. Und ich dachte, es macht nichts. Er liegt ohnehin bald unter der Erde. Ich freue mich darauf, wie ein Kind auf einen Geburtstag. Ich liebte ihn und hasste ihn. Mein Psychiater sagte, Ambivalenzen seien am schwersten zu ertragen. Der Vater starb, dann an einer Spritze mit einer Überdose Morphium, die die Mutter ihm gegeben hatte. Und kaum war er unter der Erde, fing sie an, ihr schlechtes Gewissen zu machen. Sie bereute ihre Tat. Ich hatte sie dazu gedrängt, ihm Sterbehilfe zu leisten. Sie betrachtete ihre Tat als Mord und belastete mich schwer mit ihrem ratlosen Gesicht. Irgendein Pfarrer hatte ihr das vielleicht eingeredet. Ich betrachtete es als mitmenschliche Leistung, mitleidige und wohlwollende Tat, dass sie ihr nicht zu Ende leiden ließ. So sehr ich ihn oft auch hasste und verachtete und fürchtete, er verdiene kein sinnloses, erniedrigendes Leid. So etwas verdient niemand. Nicht der böseste Mensch. Es ist keinem Menschen damit geholfen, dass ein anderer leidet. Es mag schadenfreue und sadistische Menschen geben, die zu einem hilflos Kranken in Gedanken sagen, ja, krepier,
Aber ich sagte das in Gedanken nicht zu meinem Vater. Als er tot war, wirkte sein Gesichtsausdruck angenehm überrascht. Das Gesicht war glatt und jung, die Augen geschlossen, die Brauen leicht hochgezogen, die Pupillen, als ich ein Lied hob, sehr klein. Wir wissen nicht, warum es so schnell gegangen ist, sagte eine der Krankenschwestern. Durch ihre Reue und Selbstanklage gab die Mutter mir später das Gefühl, eine Vatermörderin zu sein. Ich sprach darüber mit dem Psychiater. Er sagte, Sigmund Freud habe sich Sterbehilfe geben lassen. Ich erzählte es Heidrun in einem Brief. Sie antwortete, ich solle es nicht bereuen, sie finde das gut. Wenn die Mutter mir schreibt, werde ich durch ihre Handschrift daran erinnert, dass ich eine Vatermörderin bin. Ich hätte ihn umgebracht, als er mich überfiel in der Kindheit mit einem heftigen Zungenkuss. Ich wollte, er wäre damals mit seinem Auto tödlich verunglückt. Das ist heute noch so. Und es wäre mir als gerechte Strafe für ihn erschienen. Ich bin psychisch gestört seit jenem Überfall. Sein Mund schmeckte mir nicht. Seine Hand quetschte an meinen kleinen Brüsten. Und beim Nachthemd, er saß bei mir auf dem Bett. Durch meine Mutter, die sich blind stellte oder blind war, fühle ich mich an ihn erinnert. Vatermörderin, ja, bin ich, guten Gewissens, meinetwegen. Ich hasse die sexuellen Annäherer, Belästiger und Missbraucher. Ich hasse diesen Mann bis heute. Zugleich war er mein Vater. Was sollte ich tun? In der Unglückstinte saß ich einen Tag vor meiner ungewollten Hochzeit. Der Vater fragte, bist du glücklich, Brigitte? Zu spät, dachte ich. Ja, sagte ich. Zu spät hat er mich das zum ersten Mal gefragt. Es ist heute Hungern, zweiter Tag. Ist nebenbei bemerkt. Und danach wachte ich auf, seelenruhig, wegen eines Entschlusses, den ich gefasst hatte, nämlich ein sehr guter. Ich lag entspannt im Bett, dann fiel mir ein, Hunger. Es kann nicht sein, dass ich darin die Lösung für mein Leben finde. Ich stand auf, beunruhigt, auch weil ich meine Medikamente zum zweiten Mal nicht genommen hatte. Ja, wir geben Ihnen die Medikamente und Sie nehmen sie nicht und dann sind Sie wieder da. Der Herbert, er wird von uns heimgeschickt mit seinen Medikamenten. Und dann ist er wieder da. Es ist hoffnungslos, sagte sie so nebenbei, die Krankenschwester, es ist wirklich hoffnungslos. Die Schwester Inge hat mich schon 20 Mal in ein Gitterbett gesperrt, sagte Herbert. Die Ärzte haben keine Zeit, das Personal ist überfordert, es ist alles von ihnen zu viel verlangt. Ich nehme seit 2 Tagen die Medikamente nicht, mir ist, als müsste ich mein Leben im Halbdusel verbringen. Schlafen, halb wach sein, schlafen. Ich möchte das unterbrechen. Sexueller Missbrauch beginnt dort, wo es zu einer Körperberührung kommt, die der andere nicht will. Ich bin, als ich klein war, von meiner Mutter dazu angehalten worden, ihr die großen weißen Brüste zu waschen, wenn sie badete, und mich in die Wanne hineinnahm. Es war ein unsägliches Glücksgefühl, wenn sie es wieder wollte und ich mit den kleinen Händen der Seife über den prallen Busen gleiten durfte. Ich geriet in Verzückung. Ob sonst noch etwas war, weiß ich nicht mehr. Sie stürzte sich eines Tages auf meinen kleinen Sohn und vergrub ihren Mund in sein kindliches Geschlecht. Ich stand wie angewurzelt daneben. Wenn ich sie nur wegriss, an den Haaren, so war mir zumute, sie an den Haaren reißen und ihren Korpus in eine Ecke werfen, würde ich Lustgefühle meines Sohnes unterbrechen und ihn damit schaden. Ich war hoffnungslos, ich war ohnmächtig, ich war voll Hass, ich wollte diese Frau erschlagen und ich hätte mich immer recht gefühlt. Das ist meine Krankheit. Und sie bricht aus, wenn ich die Medikamente nicht nehme. Das ist der Hass. Der Hass auf meine Eltern, der mich zugrunde richtet und wenn ich sterben werde. Wenn ich nicht laut aufschreie. Ein menschenverachtender, zynischer Nazi, ein Kinderschänder und sie eine Nichtseherin. Sie sah nichts, wenn meine Halbschwester mir das Gesicht rot schlug. Ich war 3 oder 5, vielleicht habe ich schon 6. Sie hörte nichts, wenn ich weinte. Sie war blind beim Übergriff meines Vaters und sie kam nachher erst ins Zimmer. Sie ging von mir weg, als mich Ärzte niederlegten auf einer Spitalsliege zur Betäubung mit der grausigen Äthernarkose. Atme ein oder stirbt oder was. Ich sehe sie noch heute, wie sie mit was für Gefühl immer wahrscheinlich vor Selbstmitleid an der Wand steht, mit dem Rücken zu mir, als ich mit 16 Jahren die Küche betrete, mich bei meinem Vater über etwas beschwere und der Ruf Trampel verschwimmt. Mir stiegen Tränen der Dankbarkeit in die Augen, als ich erfuhr, dass er Krebs hatte. Lieber Gott, sagte ich innerlich immer wieder, du hast mich erhört. Danke, danke. Vatermörderin, Muttermörderin, ich könnte beides sein. Es ist fehlerhaft, dieses Manuskript, und ich wünsche mir, dass es als ein solches fehlerhaftes veröffentlicht werden könnte. Wann immer ich der Mutter begegnen muss, ich bin die gut erzogene Tochter, die ihr Wohlergehen vorspielt.
psychisch bin ich erkrankt, ich weiß nicht wann, leben muss ich, ich weiß nicht wie lange. Ich habe viele Menschen, aber meine Eltern nicht. Ein Kind, das seine Eltern nicht lieb hat, verdient nichts als den Tod. Ich glaube, das habe ich irgendwann gelernt oder lernen müssen. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Gelegenheit oder als ich kleine Schwestern bekam, mit 5, 6 Jahren, durfte ich mich ihnen nicht nähern. Da fuhren sie dazwischen. Und als meine Halbschwester einen interessanten Busen bekam, durfte ich mich nicht in der Nähe des Badezimmers begeben. Da stand sie, die Sittenwächterin, und weil ich meine Medikamente nicht nehme, seit 2 Tagen bin ich wieder krank. Und weil ich krank bin, nehme ich die Medikamente nicht. Ich liebe meine Halbschwester Heidrun. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie mich bedroht und geschlagen hat. Es hätten die Eltern aufpassen müssen. Es ist alles nicht passiert. Böse Kinder gehen nachts in den Schnee, trinken Cognac und essen ein paar Schlaftabletten. Mit viel Geschick und günstigen Zeichen des Himmels wird ihnen wohlig warm, ehe sie einschlafen. Und im Schnee, wenn es kalt ist, darf man nicht einschlafen, sonst zerfriert man. Und da reißen sie dich hoch und wollen dein Leben wieder retten. Kennen sie es denn, dein Leben? Wenn ihr nicht wisst, was ihr rettet, dann rettet nicht. Es ist nicht euer Leben, es ist unantastbar mein Leben, für euch, auch wenn ich es zerstören will. Es ist unantastbar, ich möchte mein Leben für mich hinüberretten, dass es nicht mehr ist. Soll das immer so bleiben, dass psychisch Kranke sich davonschleichen wie Verbrecher, dass sie Angst haben müssen, zu früh gefunden zu werden, die Überdosis auszuspeien, versehentlich im Schlaf? Soll das immer so weitergehen, dass wir uns schämen für unsere Suizidgedanken, dass wir sie niemandem mehr mitteilen wollen, sondern eine Tat begehen und dann das Schweigen hinter uns lassen, das tiefe, schreckliche Schweigen? Soll der Tod romantisiert werden, weiterhin? Die ist gestorben schon, die hat es gut, die hat es hinter sich. Wenn ich gehe, dann gehe ich nicht ohne Personalausweis, sagte ich einmal zu einer Verwandten. Ich möchte aber friedlich gehen und Danke sagen, wenn man mir das Medikament gibt. Danke für eine Barmherzigkeit. Ich möchte höflich gehen und freundlich und Zähne zusammenbeißen und ab ins Jenseits. Es wird schon nicht so schön sein, sagen oder stumm feierlich den Tod erwarten und ich bin schon 4-mal gedemütigt aufwachen, leider, außer einer tagelangen Bewusstlosigkeit, außer Spesen nichts gewesen. Ich möchte nicht wieder in die Psychiatrie laufen und dort denken, dass mich euch freundlich grüßen lässt, das ist der Anstand. Tut es endlich mit mir, ihr Angsthasen, ihr Feiglinge, ihr Achselzucker, ihr Gitterbettsperre. Tut es endlich, ihr mit euren Schlüsseln zum Lift, den nur das Personal benutzen darf. Die Patienten, die können 2 hohe Stockwerke zu Fuß hinaufkeuchen. Tut es endlich, ihr Mitleidlosen, den sterben wollenden Geleit geben und letzte Hilfe zu verabreichen, eine letzte Handreichung. Dramatisiert den Tod nicht. Der Tod ist ein Ende aller Schmerzen, aller quälenden Gedanken, ein Ende aller Pein. Tod ist Erlösung. Warum müssen wir sie uns heimlich holen, wie Diebe, nur nicht entdeckt werden, jetzt, nur nicht frühzeitig gefunden werden? Wir wären viele und ihr würdet mit dem Sterbebegleiten nicht nachkommen. Ihr wäret wieder einmal überfordert. Es wäre euch Leid und das Geld für die Särge. Ihr wüsstet nicht, bei wem anfangen und wo aufhören. Es kämen immer wieder neue Patienten. Herr Doktor, ich möchte auch sterben. Ja, da müssen Sie sich anmelden, zuerst im Gebäude Nummer X. Wird Ihnen aber bekannt gegeben, einen Termin zur Untersuchung. Es müssen 3 Untersuchungen sein mit 8 Zeugen, dass Sie wirklich sterben wollen. Es könnte Ihnen das jemand doch nur eingeredet haben. Wir schicken alle unsere Patienten in suizidale Nöten, zuerst zur Psychologin und dann auch zum Sozialarbeiter, denn das Leben geht ja weiter und wer möchte nicht bezahlt werden? Wir alle wollen hier bezahlt werden und die Spitalskosten trägt die Krankenkasse und wenn Sie nicht versichert sind, nehmen wir Sie gar nicht auf. Und jemanden umzubringen, das tun wir nicht. Das ist gegen unsere Ethik. Es ist der Arzt ein lebenerhaltender Fachmann. Ganz egal, wie dieses Leben ist und sein mag, wir haben die Pflicht, sie am Leben zu erhalten. Wir dürfen ihren Bitten nicht nachgeben. Sehen Sie, da sind die Schranken und deshalb laufen ja die Ärzte und die Pfleger und die Krankenschwestern, denen allen immer gleich davon. Die sagen, dass sie nicht mehr leben wollen. Sie bemühen sich, das in keiner Weise ernst zu nehmen. Denn wenn dann einer krepiert ist, auf irgendeine Art, auf die er es dann doch geschafft hat, sind Sie nicht zuständig gewesen. Sie sind nie zuständig. Was ein Mensch draußen tut, das kann und wird und will und soll die Klinik nicht kontrollieren. Wir empfangen sie nur immer wieder, wenn sie kommen. Und sie möchten bei uns aufgenommen werden. Ja, wenn Sie sich bitte daher legen und den Oberkörper frei machen. Ich habe mir immer gedacht, Sie wollen, dass ich den Oberkörper frei mache, um mich endlich umzubringen. Fachmännisch, so wie es gehört.
Nicht ins Herz, könnte ja auf Bitten gemacht werden. Sie haben seziert, Sie sind der Umgang mit Leichen gewöhnt. Warum scheuen Sie sich also, jemanden umzubringen? Sie legen einem an die Arme, auf die Beine und auf den nackten Körperkörper kaltes Eisen. Davon erwachen die sehr kurz. Dann möchte ich die endlose Abzapfung meines Blutes, nicht in ein Röhrchen bei der Blutabnahme, sondern ganz soll es ausrinnen. Oder soll ich mein Badezimmer zu einem Schlachthaus machen oder in den dreckigen Donau springen? Dann wird etwas notiert auf einem Papier, da wird man in eine schmale, lange Kammer geführt, dort bekommt man ein Medikament. Was wünschen Sie, welches tut Ihnen gut? Sieht eine alte Kundschaft, ein Stammgast ist wieder da und er möchte schreien, ich gehöre auf einen Friedhof. Ich trete ein in einen Sterbeverein, ich bin bereit, damit er sagt, was zu viel kostet. Können Sie es nicht verschieben, sagen wir, wenn Sie so stark werden, die Selbstmordwünsche, dass Sie es fast nicht mehr aushalten und schreien wollen. Können Sie es nicht verschieben und Sie sagen, in einem Jahr bringe ich mich um. Es sind 2 Jahre vergangen, Herr Doktor. Heute ist der 2. Jahrestag meines, möchte ich mir sagen, wie viel ich Selbstmordversuche. Soll ich wie eine Halbtote dahin vegetieren, halb schläfrig, noch 30 Jahre lang in einem KZ, dass die psychiatrischen Anstalten für mich sind Bewahranstalten. Wenn wir sie nicht brauchen können, mehr schicken wir sie hinaus, zurück in ihren Alltag. Wenn du die Medikamente nicht nimmst, bist du selbst schuld daran, dass du Selbstmordgedanken hast. Weißt du, Mutter, ich möchte nicht betrunken im Schnee sterben. Ich möchte bei vollem Bewusstsein und der Klarheit meiner Gedanken von dieser Welt gehen. Ich möchte würdig sterben dürfen. Ich darf das von dieser Gesellschaft verlangen. Gesunde Organe nimmt und Menschen in Intensivstationen mit Schläuchen quält, die Menschen zu Forschungszwecken und aus Ehrgeiz am Leben erhalten, solange es die Maschinen erlauben. Ich möchte von genau diesen Ärzten verlangen dürfen, dass sie Lebensmitteln hinüberhelfen, auf Krankenschein. Ich möchte in einem bitteren Leben, an einem angenehmen, zivilisierten Tod und mich nicht davonstehen in der Nacht. Bin ich ein schlechterer Mensch, weil ich den Tod vorziehe? Wird er mir gelingen? Soll ich mich aufhängen? Ich weiß nicht wie. Deinen schrecklichen Anblick bieten, soll ich qualvoll erschienen, muss ich heimlich tun, es heimlich vorbereiten, im Supermarkt, bei den Flaschen stehen, wie bringe ich viele Tabletten hinunter, dass es nicht zu viele sind, dass es nicht zu wenige sind. Es ist ein Hungertag, es ist der 2. Tag, sie werden mich, wenn sie mich erwischen dabei, wie ich verhungern will, so ein stilles, unauffälliges Sterben mit eigenen 4 Wänden, sie werden mich künstlich ernähren, mit einem, es wird schon wieder, oder auch ohne einen, es wird schon wieder. Weil es so viele Zuwendungen nicht sein ist. Sie werden die Schläuche an- und abmontieren, Sie werden die Venen suchen, Sie werden Blut abnehmen und dann einen Tupfer geben. Drücken Sie da fest drauf. Wir werden vielleicht die Psychiatrie nicht ändern, weil wir die Menschen nicht ändern können. Meine Tante hat gesagt, man muss sich mit den Menschen abfinden, wie sie sind. Es gibt keine anderen. Wenn ich bei meiner Tante bin, habe ich keine Selbstmordprobleme. Aber dann kann ich auch das alles nicht schreiben. Ich bewege mich dort zwischen Stühlen, in einem Sofa und bin froh, die Stimme der Verwandten zu hören. Und sie leibhaftig zu sehen. Sie sind mir ein lieber Ausdruck, Entschuldigung, sie sind mir ein lieber Anblick, die Tante und der Onkel. Und wenn sie streiten, dann denke ich, sie reden wenigstens miteinander, sie fahren einander ins Gesicht, brüllen einander an, verstehen sich dann wieder gut. Der Zorn und die Wut verfliegen rasch, der Onkel ist immer gleich wieder versöhnlich. Und ich gehe dort und rauche im Vorhaus oder auf dem Balkon eine Zigarette. Das macht mir ein bisschen was natürlich aus. Habe ich auf Nichtraucher Rücksicht zu nehmen. Ich nehme sogar gern Rücksicht, weil das Rauchen nicht gesund ist, wir wissen es alle. Die Tante ist sehr korpulent und hat, wenn sie manchmal lächelt, ein liebes Lächeln. Ich habe meine Tante geliebt, Kindheit lang. Ihren guten Busen unter Pullover, den ich nicht einseifen durfte, musste, ich habe einfach gespürt, das ist ein wahres Herz. Die Tante, stark übergewichtig, herzkrank, Diabetikerin, kann jeden Tag sterben. Und mir rinnen die Tränen, während ich das schreibe, denn wenn sie tot ist, weiß ich nicht, wofür ich lebe und wohin es gehen soll. Es kann der Onkel mir die Tante niemals ersetzen, so gescheit er auch ist und so gerecht, aber es ist eine Ungerechtigkeit. Vielleicht tue ich dem Onkel Unrecht. Ich habe immer die Befürchtung, dass ich jemandem Unrecht tue, wenn ich etwas über ihn schreibe. Ich bestehe nur aus Angst und Furcht. Wenn ich bei der Tante bin, ist alles in Ordnung. Ich soll leben, ich lebe. Ich gehe hin und her, wenn sie noch schlafen. Wenn ich früh aufwache, ich ziehe mir eine Zigarette an dem Vorhaus, trinke dort einen Kaffee und es wundert mich, wenn dann ein Neger kommt, der die Zeitung herwirft. Wenn ich bei der Tante bin, bin ich nämlich jung. Dort ist vieles, was geschah, nicht geschehen und ich bin wieder 14 oder 15. Und es ist noch nichts geschehen, ich habe noch keinen Mann gehabt. Ich bin wieder dieses Mädchen, das geglaubt hat, von 2 bis 3 Schlaftabletten stirbt man. Ich möchte wieder 19 werden und nicht aussehen, wie ich aussehe.
sondern wie jemand anderer. Ich gehe dort ins Badezimmer, weil ich Angst habe, weil ich wasserscheu geworden bin, handtuchscheu. Ich möchte mich nicht waschen, ich möchte nichts von mir verlieren. Ich möchte, was die Nacht auf mein Gesicht legt, der am Tag auf dem Gesicht behalten. Ich bin ein Schlafmensch. Ich bin am glücklichsten, wenn ich schlafe. Bei der Tante nehme ich die Medikamente brav und regelmäßig, weil ich weiß, dass sie dann mit mir zufrieden ist. Einmal hat sie gesagt, dass ich eigen geworden sei, weil ich nicht viel rede. Ja, ich schweige viel bei der Tante. Ich bin ja eine Halbtote. Eine sich mit dem Leber den Leib herumschlägt, den Leib reinigen, den Leib kleiden, den Leib spazieren führen, den Leib benutzen, um einkaufen zu gehen, den Leib ernähren und warm halten. In der Psychiatrie ist man unter Fremden. Man gewinnt manchmal jemanden lieb, dann ist er nicht mehr da. Man fasst zu einem Arzt Vertrauen, dann ersetzt ihn wieder ein anderer Arzt. Und ich fürchte den Tag, an dem meine Tante sagen wird, nein, zu uns kannst du nicht kommen. Wir können den Ballermatsch nicht brauchen, den du beieinander hast. Lass dich bitte in der Klinik behandeln. Und der Tag, an dem sie nicht mehr kann, die Tante, und sie zu krank ist, als dass sie nicht bei sich empfangen könnte. Du, wir haben unsere eigenen Sorgen. Ja, also was mir gut an dem Buch gefällt, deswegen ist es auch gerne hier. Danke, Tiberius, für die Lesung. Wir müssen jetzt umbauen für den sind unter Zeitdruck. Wir brauchen ungefähr eine halbe Stunde für den Umbau. Alles und dann klar. Geht die Verbindung zu Seite 18 Uhr. Habe ich auch länger gebraucht. Das Buch ist auch erhältlich hier, falls es wenig kostet. Danke. Bitte. Danke.